Journalist, Autor und da wird, genau, jetzt startet die Aufzeichnung. Marc Terkessidis ist Journalist, Autor und Migrationsforscher. Seine Themenschwerpunkte sind Jugend und Popkultur, Migration und Rassismus. Er studierte Psychologie und promovierte in Pädagogik. Und jetzt könnte man über Dr. Marc Terkessidis einiges erzählen. Er arbeitete unter anderem als Redakteur, Autor für verschiedene Medien, unter anderem Spex, WDR, Funke aus Europa, damals noch der Titel, und war auch bereits Lehrbeauftragter, unter anderem an der Universität St. Gallen. Er schrieb für die Tageszeitung oder arbeitete auch schon für den Deutschlandfunk. Was ich auf jeden Fall nochmal rauspicken möchte, sind seine Buchveröffentlichungen. Da könnte man auch einige nennen. Seine letzten hatten den Titel Das postkoloniale Klassenzimmer und Die postkoloniale Stadt Lesen, historische Erkundungen in Friedrichshain-Kreuzberg. Und das Thema für seinen Vortrag wird sicherlich einiges seines Wissens gebündelt mitbringen, und zwar ist der Titel Immer Ärger mit der Demokratie, verschwiegene Gewalt, aktuelle Turbulenzen und Wege zur Erneuerung. Das Ganze hat drei Teile. Es wird einen Blick geben in die Vergangenheit, es wird einen Blick in das Aktuelle geben und dann wird auch noch ein Blick geworfen auf positive Tendenzen der Zukunft, und darauf können wir uns freuen. Herr Dr. Marc Terkessidis, ich gebe das Mikrofon an Sie ab. Ja, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für die Einladung und hier heute sprechen zu können und die Gelegenheit, hier heute sprechen zu können auf der Demokratiekonferenz in Frankfurt. Frau Saré hat ja schon darüber gesprochen, worum es in dem Vortrag gehen wird und dass der drei Teile hat. Und tatsächlich würde ich historisch starten wollen mit einem Rückblick auf 1848, dem Moment, der jetzt ein Jubiläum feiert in Frankfurt. Und wo die Gefahr natürlich immer darin besteht, dass man sich bei Jubiläen auf die Schulter klopft und sagt, wie toll war es, dass wir damals die Demokratie eingeführt haben. Und zweifellos war es auch toll. Aber Nagels Eskandari Grünberg hat ja schon darauf hingewiesen, dass das Parlament in Frankfurt mit ganz erheblichen Ausschlüssen einhergegangen ist, die auch in vielem, was wir heute darüber denken, sich niederschlägt. Also das heißt, wir reden über 1848 immer in dem Sinne, dass wir sagen, es handelte sich um eine bürgerliche Revolution. Und wenn wir uns aber mal angucken, wer damals auf den Barrikaden, die es in Deutschland jetzt nicht so erheblich gab wie in anderen Ländern, aber immerhin gab es Barrikaden, auf denen Leute gestorben sind, und wenn wir uns mal anschauen, was das für eine demografische Gruppe war, die gestorben ist im März 1848 für die Demokratie, dann stellen wir fest, das waren alles Gesellen und Unterschichtsleute, einfache Leute. Und also nicht bürgerlich, nicht die bürgerliche Revolution, die da auf den Barrikaden stattgefunden hat. Und wenn wir dann nochmal den Blick werfen auf das Parlament in der Frankfurter Paulskirche, auch das hat Nagels Eskandari Grünberg schon gesagt, dann sehen wir, dass es das berühmte Professorenparlament ist, in dem fast nur Akademiker sitzen und nicht nur Akademiker, sondern vor allen Dingen Leute, die sehr viel Zeit gehabt haben, überhaupt nach Frankfurt zu kommen und dort wochenlang zu tagen, was auch bedeutete, über die Hälfte von denen waren Staatsbedienstete. Also es heißt, es gab sozusagen schon ein Übergewicht der Exekutive in diesem Parlament und Frauen waren ohnehin komplett abwesend beziehungsweise nicht entscheidungsberechtigt, von wegen queere Menschen, das war damals noch kein Thema. Aber dieser Moment der Repräsentation des Volkes in diesem Parlament ist eben auch der Moment, wenn man so will, wo die berühmte Berufspolitikerin geboren worden ist, und da gibt es immer noch so eine Schlagseite darin, und diese Schlagseite besteht darin, dass diese Politik männlich und staatsnah ist. Ich möchte aber da noch einen anderen Punkt nennen, der auch im Hinblick auf die Debatten, die in den letzten Jahren geführt worden sind, nochmal ganz entscheidend ist.
Weil dieses Parlament war auch die Geburt sozusagen der kolonialen Expansion, die gefolgt ist. Also vielmehr war sie auch eine Demokratisierung der kolonialen Expansion, mit der wir heute, über die wir heute sehr viel sprechen, wenn wir uns wieder erinnern an die Kolonien in Übersee, wenn wir über Postkolonialität sprechen und wenn wir auch über aktuellen Rassismus sprechen. Interessanterweise hat das so einen doppelten Aspekt. Also die Deutschland oder das Deutsche Reich war historisch in seiner Expansion in zwei Richtungen orientiert. Also es gab die überseeische Expansion auf der einen Seite, aber es gab auch schon seit Preußen eine kontinentale Richtung der Expansion, und die betraf vor allen Dingen die polnischen Gebiete. Also Polen ist Ende des 18. Jahrhunderts aufgeteilt worden. Existierte nicht mehr auf der Landkarte, wurde Teil von Preußen, Russland und Österreich. Und das verdrängen wir heute. Warum nennen wir das nicht Kolonialismus? Im Grunde hat es sehr viel, vor allem in späteren Tagen, damit zu tun. Und in der Paulskirche sind einige ganz wesentliche Beschlüsse gefallen zu diesen polnischsprachigen Gebieten in Preußen. Also damals war es so, dass von den 8 Millionen Preußinnen ungefähr 3 Millionen Polnisch gesprochen haben. Also das war ganz erheblich, was den polnischen Teil sozusagen betraf. 1830 hatte ein Aufstand stattgefunden im russischen besetzten Teil Polens, dem sogenannten Kongress Polens, und in den deutschen Staaten eine ganz erhebliche Anteilnahme. Es gab Polenbegeisterung, Polenlieder, es gab Freiwillige, die sich gemeldet haben, Geflüchtete wurden von dort aufgenommen aus diesen Aufstandsgebieten. Aber wenige Jahre später mussten die Polinnen dann auch feststellen, dass sich diese Begeisterung auch hauptsächlich gegen Russland richtete und weniger für die Polinnen war. Nun hatte das Vorparlament in Frankfurt durchaus festgestellt, dass die polnischen Teilungen schmachvolles Unrecht gewesen sind, und die polnische Delegation, die dann 1848 zu den Beratungen in der Paulskirche anreiste, hatte sich vorgestellt, dass sozusagen im Völkerfrühling, in der Freiheit, die jetzt für die Deutschen ermöglicht worden ist, auch sie sozusagen Freiheit bekommen würden. Aber das war weit gefehlt. Und das ist sozusagen ein wichtiger Moment in diesen Paulskirchenberatungen, weil im Sommer 48 gab es dann die sogenannte Polen-Debatte, und da ging es vor allen Dingen um das Gebiet Poznan, in dem das eben hauptsächlich polnischsprachig gewesen ist, ob das Teil des Deutschen Bundes bleiben sollte. Und es gab dann einen Bericht des Völkerrechtlichen Ausschusses dort 1848, und dieser Völkerrechtliche Ausschuss hat ganz andere Dinge erzählt, als dass die polnischen Teilungen schmachvolles Unrecht gewesen sind, sondern der hat gesagt, die Besiedlung durch Deutsche war rechtmäßig, die Annexion war rechtmäßig durch Preußen, die deutsche Kulturmission, das ist sozusagen das Wort, mit dem die deutsche imperiale Ausdehnung immer begründet worden ist, die deutsche Kulturmission war tatsächlich erfolgreich, kulturierend, hat dazu geführt, dass es eine Urbanisierung gibt, dass ordentliche Landwirtschaft betrieben worden sind, dass die Infrastruktur ausgebaut wird, der Feudalismus abgeschafft, die religiöse Toleranz verwirklicht, also wir haben dort eine nur positive Rolle gespielt. Und das spielte sozusagen auch, das muss man sich auch immer vor dem Hintergrund vorstellen, dass es sozusagen eine Idee davon gab, es gab so dieses Klischee der polnischen Wirtschaft, was jahrhundertelang ein absolut aktives, rassistisches Klischee gewesen ist, was bedeutete, die Polen sind nicht in der Lage, sozusagen eine ordentliche Wirtschaft zu betreiben. Es gibt sozusagen nur eine Fassade des Funktionierenden, und dahinter lauert das Chaos, die Höfe werden in der Landwirtschaft nicht behauptet, das ist alles nur heruntergekommen und so weiter und so weiter. Hubert Orlowski hat darüber mal ein ganzes 500-seitiges Buch geschrieben über dieses Klischee. Interessant war dann, dass die Redner in der Paulskirche mit Abstand alle diesen Bericht bestätigt haben, und ein wichtiges imperiales Klischee spielte da eben auch eine Rolle. Also es war eben gesagt, ja, wir können die Polen irgendwann mal in die Freiheit entlassen, aber zum gegebenen Zeitpunkt geht das auf gar keinen Fall.
Das muss erstmal gewährleistet sein, dass die Polinnen ein freies Polen herstellen und vor allen Dingen auch erhalten können. Und das ist sozusagen das Klischee, das ist sozusagen die Essenz jeder kolonialen Expansion. Man tut es eigentlich gar nicht für sich, sondern man tut es für die anderen. Sie können nicht alleine und wir müssen ihnen helfen. Besonders relevant war die Rede von Wilhelm Jordan, einem Abgeordneten, der dann so mit großem Brimborium von links nach rechts übergewechselt ist. Und der hat dann auch nochmal auf die Polenbegeisterung der 30er Jahre hingewiesen und gesagt, also das sind doch alles lächerliche Schwärmereien. Und was wir aber jetzt brauchen, ist ein gesunder Volksegoismus. Und dieser gesunde Volksegoismus basiert auf dem Recht des Stärkeren und auf dem Recht zur Eroberung. Auch hier das klassische imperialistische Argument, der Staat muss sich ausbreiten. Das ist eine Naturnotwendigkeit, dass er sich ausbreitet. Er betonte die Überlegenheit der Deutschen gegenüber den slawischen Stämmen. Die Polen seien zu vernünftiger Freiheit nicht in der Lage und müssten von den Deutschen erzogen werden. Und dann waren es auch die üblichen Oppositionen, die wir dann später in allen rassistischen Gegebenheiten und heute noch wiederfinden. Ja? Also die Deutschen waren die, die sozusagen arbeitsam und fleißig waren, die ein einfaches Familienleben lebten und die in mühevoller Kleinarbeit sozusagen ihre Landwirtschaft bestellten und ihre Kultur bestellten. Und die anderen, diese Polen, die waren halt Leute, die zu rauschender Geselligkeit neigten und ungestüm und flackernd waren und was es sonst noch alles für Klischees gab, ja, und wenn Sie sich diese Oppositionen mal angucken, ja, also und dann überlegen Sie nochmal über die Griechenland-Krise oder sozusagen die europäische Krise von ab 2008, denken Sie darüber nochmal nach, über die Klischees, die da erzählt werden, und dass der Chef der Eurogruppe, Jeroen van Dijsselbloem, mal gesagt hat, ja, die südlichen Länder sollten sich nicht beschweren, die hätten ja ihr Geld mit Schnaps und Frauen durchgebracht und würden sich nun hinstellen und die Hand aufhalten. Und dann erkennen Sie sozusagen all diese Klischees, sexistisch angereichert durch Herrn Dijsselbloem, alle wieder. Ja, also das ist sozusagen dort auch geboren worden. Und noch etwas ist geboren worden, nämlich auch die überseeische Expansion, denn damals ist beschlossen worden im Parlament von 1848 eine Reichsflotte zu gründen, eine Kriegsmarine zu gründen, durchaus auch schon mit überseeischen imperialen Ambitionen. Diese Flotte hat dann nicht wirklich eine Rolle gespielt, wurde aber von der Bevölkerung sehr stark als Verkörperung der Einheit Deutschlands betrachtet. Tatsächlich war das auch so, dass sozusagen so Firmen wie Krupp haben dafür sehr sich eingesetzt und auch teilweise sozusagen nicht kostenneutral produziert. Es gab ein Schiff, das hieß Frauenlob, wo sozusagen deutsche Frauen extra für dieses Schiff gesammelt haben. Also die Kriegsmarine war ein Symbol der deutschen Einheit. Und natürlich war das der Ursprung sozusagen der späteren imperialen Ambitionen. Das waren Schiffe, die später in die preußische Ostasien-Expedition eingegangen sind, die die Märkte von Japan, China und Thailand zu ungleichen Bedingungen geöffnet haben. Es ist alles eingegangen in die spätere Flottenpolitik, die ja dann als Kanonenbootpolitik bekannt wurde und überseeische Besitzungen angestrebt hat. Also da ist auch noch ein sozusagen weiteres Kolonialprojekt in 1848 versteckt. Und tatsächlich beschäftigen wir uns damit sehr wenig, aber der Moment der Demokratie ist auch der Moment, in dem sozusagen die Kabinettsaneignungen, die in Preußen polnische Gebiete angefordert hat, demokratisiert werden. Weil hier sagt die deutsche Demokratie, das gehört uns. Und hier sagt die deutsche Demokratie, wir wollen noch mehr. Ja, wir wollen noch mehr von all dem haben. Wir wollen sozusagen einen Staat haben, in dem die Erweiterung und Überlegenheit dieses Staates eine Naturnotwendigkeit darstellt. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Moment, der uns heute sozusagen jagt, dass wir diesen verschwiegenen anderen in unserem demokratischen Wollen erst sehr spät anerkannt haben. Und deswegen führen wir heute auch so interessante wie auch herausfordernde Diskussionen über
die Kolonialgeschichte. Aber zweifellos, ja, war 1848 der Moment, wo der Grundrechtekatalog in Gang gesetzt worden ist, wo individuelle Rechte bestimmt worden sind, wo das Individuum gegenüber der Obrigkeit platziert worden ist, wo ein nicht, sicherlich noch nicht gleiches, weil geschlechtsspezifisches Wahlrecht eingeführt worden ist, aber zumindest sozusagen der Moment, wo nur Eigentum ein zum Wahlrecht prädestinierte abgeschafft worden ist, darüber kann kein Zweifel bestehen. Aber klar ist auch, die Demokratie ist immer ein Januskopf. Ja? Die Demokratie ist immer in diese Richtung eine, die sagt, hier gibt es demokratische Rechte und in die andere Richtung diese demokratischen Rechte aushöhlt. Und das gehört mit zur Demokratie dazu. Und alles, was wir immer tun können, ist nicht zu sagen, das ist die beste aller Formen oder ähnliches, sondern diese Seite, ja, diese Seite der Bürgerrechte, die müssen wir permanent stärken. Daran müssen wir permanent arbeiten, diese Seite der Bürgerrechte auszubauen. Die versteht sie nicht von selber. Wir werden sozusagen mit diesem Januskopf immer leben müssen im demokratischen Verfahren. Nun kommen dieser Tage, zweiter Teil beginnt, ja, eine ganze Reihe von Turbulenzen dazu, zu der Janusköpfigkeit, die die Demokratie ohnehin schon hat. Also wir leben weiter natürlich mit den Problemen, die wir 48 schon entdeckt haben. Wir leben weiter damit, dass die Unterschichten nicht entsprechend repräsentiert sind und dass die demokratischen Formeln, die wir zur Verfügung haben, was oft auch die Partizipationsformen sind, also reden, ja, wie hier, Vorträge halten, etc., dass das Formen sind, die zumal von Unterschichten als luxuriös, nicht hands-on, ausschließend, ja, weil sozusagen immer bestimmte Leute reden und das auch besser können als andere Leute empfunden werden und die vor allen Dingen die Mittelschicht präferieren. Ja. Und das ist einfach immer ein Problem. Also wenn wir über demokratische Verfahren nachdenken, müssen wir auch immer darüber nachdenken, wie wir die denn eigentlich gestalten wollen, so dass alle Personen da mitreden können. Ja, wir haben auch gesagt, Frauen sind ausgeschlossen worden aus diesem Parlament. Auch da immer noch eine ganz erhebliche Repräsentationslücke. Auch da eine Lücke, die darauf basiert, dass die üblichen Gesprächsformen teilweise als sehr männlich empfunden werden und in Betrieben und Unternehmen dieser Tage natürlich auch viel darüber nachgedacht wird, wie man dafür sorgen kann, dass eine Gesprächsatmosphäre aufkommt, in der sozusagen Männer nicht immer nicht nur die Redezeit in Anspruch nehmen, sondern auch das Selbstbewusstsein dazu haben, zu behaupten, sie könnten das alles. Ja? Also während Frauen sehr oft an ihren eigenen Fähigkeiten zweifeln. Also das sind ganz relevante Probleme, die ich in sowas aufnehmen muss. Also ich muss mir über die Redeformen auch Gedanken machen, nicht nur über die Tatsache, dass geredet wird. Eben ist es auch schon erwähnt worden, in Frankfurt haben immer noch 150.000 Personen, die dort ihren Lebensmittelpunkt haben, kein Wahlrecht. Also das heißt auch, es gibt immer noch einen verschwiegenen anderen in der Demokratie, der zwar da ist, also anwesend ist, aber gleichzeitig auch abwesend ist. Weil abwesend bedeutet, dass sozusagen die politische Subjektivität dieser Personen sich an einem anderen Ort befindet. Und das ist dann gleichzeitig auch noch was, worüber man sich im Rahmen von Integration sehr stark beschwert, dass man sagt irgendwie so, ja, diese Leute interessieren sich nicht für Deutschland, sondern die interessieren sich nur für ihre Heimatländer. Ja, wenn ich kein politisches Subjekt in diesem Land bin, und das ist lange, lange, lange der Fall gewesen. Ja, wir sind als Einwanderungsland, ein sehr junges Einwanderungsland, erst 98 hat zum ersten Mal eine Bundesregierung anerkannt, dass es einen sogenannten unumkehrbaren Prozess der Zuwanderung gegeben hat. Und 2000 ist das Staatsangehörigkeit so geändert worden, dass es mittlerweile auch deutsche, nicht deutscher Herkunft gibt. Das gab es vorher gar nicht. Ja, wenn ich all das sozusagen mit bedenke,
dann stelle ich fest, dass diese Demokratie absolut unzureichend ist, schon auf rein auf kommunaler Ebene. Also das ist eine auch sehr wichtige Frage. Ich komme da später nochmal zurück. Und auch historisch, ja, ich habe das eben gesagt, also wenn die polnische Regierung einen neuen Bericht rausgibt und Reparationsansprüche wegen des Zweiten Weltkrieges stellt, ja, dann verbirgt sich natürlich hinter dem, was im Zweiten Weltkrieg in Polen gemacht hat, genau diese Ideen, die 48 schon präsent waren. Ja, also da verbirgt sich eine Kolonialgeschichte dahinter. Wenn wir über die imperiale Expansion nach Übersee betrachten, auch darüber wird in letzter Zeit in zunehmendem Maße geredet. Auch das sind sozusagen Unzulänglichkeiten unserer Demokratie, dass wir uns damit historisch noch nicht entsprechend beschäftigt haben. Dazu muss man aber sagen, dass jetzt sozusagen so eine allgemeine Krise dazugekommen ist, also die letzten paar Jahre, da muss ich nicht erwähnen, was es für Krisen gegeben hat. Allerdings muss man auch mal sagen, dass man in Deutschland immer so tut, als wäre jede Krise eine Erscheinung. Ja, das ist so wie auch, wie man so tut, als wäre jede Migration eine Erscheinung, was natürlich eigentlich nicht der Fall ist. Ja, also ich bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. 70er Jahre gab es dort den sogenannten Strukturwandel. Also ab den 70er Jahren waren wir voll in der Krise. Und ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo diese Krise aufgehört hat. Ja, von der Ölkrise über, also lassen Sie mich bitte nicht erwähnen, aber ich meine, irgendwann kommt dieser Moment, wo man sich vielleicht auch einfach daran gewöhnen muss, dass leider Gottes in einem Staat mit 80 Millionen Einwohnern, mit großem wirtschaftlichen Einfluss, in einem hin- und herwogenden mitteleuropäischen Geschehen Krise auch einfach dazugehört. Und da muss man sich darauf einrichten und nicht darauf warten, dass die nächste Krise kommt, sondern auch Krisen vorwegnehmen, prophylaktisch handeln, politisch darüber nachdenken, wie man sozusagen den Raum so gestalten kann, dass die Krise möglicherweise nicht auftaucht, aber dann auch entsprechend abgefedert wird. Also das ist ein wesentliches Problem. Wir akzeptieren nicht, dass die Krise der Normalzustand ist. Dann ist es so, also wir reden über die Demokratie, aber neben der Demokratie oder in der Demokratie gibt es auch die Verwaltung. Ja? Und die Verwaltung hat eine ganz erhebliche Macht. Und in letzter Zeit ist viel über Bürokratieabbau geredet worden. Aber auf der anderen Seite, wer Erfahrungen mit der Verwaltung macht, und das tun viele von uns auf vielfältige Weise, der macht auch die Erfahrung, dass von Bürokratieabbau überhaupt keine Rede sein kann. Ja? Also je mehr der Staat sich sozusagen auch über zahlreiche monetäre Anreize und über Hilfen und über viele Top-Down-Förderprogramme und so weiter ausweitet, ja, desto mehr hängen wir am Gängelband einer teilweise ja auch nicht mehr so grandios funktionierenden Verwaltung, die uns mit allerlei Ansprüchen und Evaluationen und so weiter überzieht. Ja. Und diese Verwaltung wirkt relativ klösterlich und scheint teilweise sehr darauf zu bauen, berechenbar zu sein, was erfreulich ist. Aber gerade die Tatsache, dass sie darauf besteht, besonders berechenbar zu sein mit den vielleicht nicht mehr so vorhandenen Mitteln, die sie hat, macht sie gefühlt immer unberechenbarer. Ja, das ist ein wesentliches Problem, finde ich, das wir auch besprechen müssen, wenn wir über die Demokratie reden. Und wir müssen auch besprechen, dass sozusagen in den letzten Jahren Politik, Politik einfach überhaupt keine Visionen mehr hatte. Ja, also Angela Merkel, die hat sicher sehr gute Dinge auch getan, wenn denn die Krise war. Aber also die Visionsfreiheit ihrer Politik schlägt auch tatsächlich sehr stark auf uns zurück, weil wir uns in einem Teufelskreis befinden von Visionsfreiheit, der Tatsache, dass wir deswegen, weil wir keine Visionen haben, wenig planen und nichts sozusagen prophylaktisch vorwegnehmen können. Dann kommt die Krise. Die Krise kommt über uns wie eine Naturkatastrophe und die Reaktion ist dann alternativlos. Ja, also die Reaktion ist dann, wir müssen jetzt Banken retten, wir müssen jetzt die Lufthansa retten, wir müssen jetzt 100 Milliarden, Entschuldigung, für die Bundeswehr ausgeben, wir müssen jetzt nach Katar fahren, um Energieabkommen
abzuschließen. Wir müssen jetzt die Kohlekraft revitalisieren und so weiter und so weiter. Ja, und der Moment, wo man vielleicht darüber nachdenkt, wie man Krisen vorwegnehmen kann, ist auch ein ganz entscheidender Moment für die demokratische Entwicklung, weil da Probleme auch als politisch aufgefasst werden. Und je mehr ich diese Probleme entpolitisiere, was ja der Fall ist, die haben keine Geschichte mehr, die tauchen einfach auf, wir wissen gar nicht, was wir tun können. Wir müssen spontan darauf reagieren. Desto mehr öffne ich auch den Raum dafür, dass das entsteht, was auch jetzt hier schon erwähnt worden ist, nämlich Verschwörungstheorien und Ohnmachtsgefühle. Ja, also wenn ich keine Kategorien mehr habe, mit denen ich das politische Geschehen analysieren kann, und das ist bei ganz, ganz vielen Leuten der Fall und eben traurigerweise auch in der Politik ganz oft der Fall, dass man nicht mehr weiß, nach welchen Kategorien man eigentlich bestimmte Ereignisse analysiert, dann kommt einfach alles auf einen zu und plötzlich hängt alles miteinander zusammen und dann sehe ich Kondensstreifen am Himmel und denke, es sind Chemtrails und was weiß ich was alles. Ja, also irgendwie, wir haben diese Demonstrationen ja während Covid erlebt. Aber ich warne auch gleichzeitig davor, da sozusagen mit so einem bürgerlichen Ressentiment drauf zu gucken, auf die Verschwörungstheoretiker. Ja? Also wir haben alle erlebt, dass in unserer direkten Nachbarschaft oder die Leute Freundschaften, ja, also Leute plötzlich anfangen, sehr seltsame Theorien zu vertreten. Und da gibt es auch einen Anspruch darauf, sich die Welt zu erklären. Ja, und dass dieser Anspruch nicht so ausfällt, wie wir uns das vorstellen, das ist bedauerlich, aber wer ist da wir? Ja, also ich finde, man muss da auch bereit sein, noch Diskussionen zu führen. Also man kann nicht einfach hingehen und sagen, das sind die Bösen, die Demokratie zerstören. So sehen die sich selber nicht. Auch sozusagen bestimmte Parteien sehen sich selber so nicht. Die halten sich für die Guten. So wie wir uns für die Guten halten. Und das ist aber so eine Voraussetzung, damit man immer noch überhaupt ein Gespräch führen kann, dass wir den Moment, wo sie sich für die Guten halten, auch wenn wir der Auffassung sind, dass sie ganz, und ich bin nicht verdächtig irgendwelcher Sympathien, ja, dass sie irgendwelche schrecklichen Theorien vertreten, dass es trotzdem noch möglich ist, zumindest die Diskussion zu versuchen. Wenn man sie versucht hat, kann man immer noch sagen, das hat nicht geklappt. Aber ich habe bei Demokratiekonferenzen auch ganz oft erlebt, dass Vertreterinnen der AfD aufgestanden sind, die dann da waren. Und dann stehen sofort 5 Leute auf und sagen, nee, diese Person vertritt antidemokratische Auffassungen, die darf hier nicht mitmachen. Ja, und mir als Referenten total egal, ob eine Person mich fragt, also eine Person sagt, ich bin nicht für Einwanderung, was haben wir denn davon oder sonst irgendwas? Ja, dann beantworte ich die Frage. Ja, also wenn die gestellt wird, dann beantworte ich die Frage. Also irgendwie, wir müssen damit leben, dass Leute andere Auffassungen haben. Und solange sie gesprächsbereit sind, sollten wir das Gespräch auch führen und nicht sozusagen aus bürgerlichem Ressentiment, und das war in vielen, vielen Medienberichten zu spüren, davor zurückschrecken. Was wir aber auch haben, ist sozusagen eine ganz erhebliche Ohnmacht. Ohnmachtsgefühle von Personen in der Demokratie. Und das ist natürlich ein gefährlicher Moment. Und ich finde, dass man da aber auch anknüpfen kann, um die Frage der Erneuerung zu erörtern, dritter Teil. Ich habe vor einigen Jahren so ein ganz nettes Buch von Benjamin Barber gelesen. Das ist als Buch jetzt auch nicht immer aufregend oder so. Das heißt, If Mayors Rule the World, also wenn Bürgermeister die Welt oder Bürgermeisterinnen die Welt regieren würden. Und ich finde das, ich fand den Ansatz ganz interessant, sozusagen die Demokratie nochmal runter zu buchstabieren. Und die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren mit Bürgermeisterinnen gemacht habe, war auch eine, dass Leute sind, die sehr nah an den Problemen dran sind, die sehr pragmatisch und ideologiefrei agieren, die sich sehr stark als Managerinnen eines lokalen Gewebes verstehen, in der sie eben es sich auch einfach nicht leisten können, aus Ideologiegründen bestimmte Entwicklungen zurückzuweisen. Also all das, was man dieser Tage findet, wenn sich die politischen Parteien auf der Bundesebene gegenseitig lähmen oder an den Kragen gehen und so weiter, kann man sich auf kommunaler Ebene gar nicht leisten. Die Kommune ist immer ein Knoten in einem transnationalen Netzwerk, ganz nah dran an der Vielheit der Gesellschaft auch, aber auch ganz nah dran sozusagen an der Aufrechterhaltung der Gesellschaft, aufs Primitivste. Ja? Irgendwer muss den Müll wegbringen. Irgendwer muss dafür sorgen, dass Löcher in der Straße gepflegt werden. Irgendwer muss
öffentliche Gebäude bauen und irgendwer muss dafür planen. Ja? Also irgendwer muss die Konflikte moderieren. Und dann ist es auch egal, ob wir die Konflikte als unsere Konflikte betrachten. Ja? Auf Bundesebene kann man immer sagen, was für eine Unverschämtheit, dass Konflikte, die aus der Türkei importiert wurden, hier eine Rolle spielen. In ganz vielen Kommunen haben die Bürgermeisterinnen sozusagen, wenn in der Türkei sich bestimmte Konflikte verschärft haben, die jeweiligen Gruppen zusammengerufen und ein Gespräch darüber angestoßen, so wie können wir denn verhindern, dass sich das hier auch abspielt. Ja, also wie können wir sozusagen im Rahmen unserer Kommune eine Moderation finden, die das Zusammenleben hier nicht beeinträchtigt. Und das tut man halt einfach so. Ja, das tut man halt einfach so, weil man relativ nah dran ist. Und Kommunen sind auch Orte, in denen sehr viel über bürgerschaftliches Engagement nachgedacht wird. Allein aus dem Grunde, weil man sich die Zurückweisung des Engagements von Bürgerinnen auch in zunehmendem Maße nicht mehr leisten kann. Ja, weil man die Finanzmittel gar nicht mehr zur Verfügung hat, um alles zu machen und darauf angewiesen ist, dass die Bürgerinnen auf vielfältige Weise mitmachen. Ja, mitmachen ist allerdings ein schlechter Ausdruck, weil ein nicht unbeträchtlicher Teil der Erfahrungen mit Partizipation, und das ist total super, wenn Dialoge geführt werden, aber ein nicht unbeträchtlicher Teil der Erfahrung mit Partizipation bestehen daraus, dass die Bürgerinnen die Erfahrung gemacht haben, dass sie eingeladen worden sind, aber das Gefühl bekommen haben, dass sie eigentlich nur eingeladen worden sind, um die schon längst gefassten Beschlüsse zu diskutieren. Und da kommt man sich natürlich irgendwann veräppelt vor. Also das heißt, wenn ich eine Seite mache zum Beispiel, in der ich reinschreibe, Sie können uns all Ihre Vorschläge schicken, ja, dann ist das was nochmal genau? Ja? Steht da auch drin, wie die Vorschläge ausgewertet werden? Steht da auch drin, welche Vorschläge von wem angenommen oder abgelehnt werden? Steht da auch drin, ob alle Vorschläge gelesen werden? Und ist das ein gutes Verfahren? Weil wenn Sie sagen, gebt uns alle eure Vorschläge, dann kriege ich erfahrungsgemäß auch einen Haufen Zeug geschickt, den muss auch irgendwer sich angucken und so weiter. Also diese offenen Ausschreibungen sind da oft gar nicht so wirklich gut, muss man sagen. Und wie gesagt, man weiß nicht, wie es ausgewertet wird. Also ist das ein richtiges Verfahren oder gibt es da ein richtiges Verfahren? Es gibt unglaublich viele runde Tische, aber es ist relativ unklar, was diese runden Tische eigentlich zu entscheiden haben. Ja, und da liegt für mich ein wesentlicher Punkt, dass wir darüber nachdenken müssen, wie denn, wenn wir kollaborieren, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir Kollaboration wollen mit den Bürgerinnen, wie da eigentlich die Verfahren und die Entscheidungsspielräume aussehen. Der runde Tisch alleine bedeutet gar nichts. Wenn nicht klar ist, wie das Verfahren ist, wie sozusagen das Ergebnis aussehen soll, wie die Entscheidungsstruktur ist, ist der runde Tisch vollkommen überflüssig, muss man leider sagen. Weil wenn man am Ende sozusagen eine Bürgerbeteiligung hat, die dann auch zurückgewiesen wird, und wir haben leider es in Berlin sogar erlebt, wo ich hauptsächlich wohne, haben wir es sogar erlebt, die Bürger durften, mir fällt gerade der Name nicht ein, die Bürgerinnen durften darüber abstimmen, ob die Deutsche Wohnen enteignet werden soll. Ja, die Bürgerinnen haben mit großer Mehrheit gesagt, es soll diese Abstimmung geben. Die Bürgerinnen haben mit großer Mehrheit gesagt, die Deutsche Wohnen, also ein Immobilienfonds in Berlin soll enteignet werden. Ja, also der Staat soll bitte die Wohnungen übernehmen. Und jetzt manövriert sich die Politik seit geraumer Zeit um diesen Beschluss herum. Ja, also will das eigentlich nicht machen. Ja, aber wozu habe ich das dann? Ja, also was ist die Erfahrung mit Partizipation, wenn sie nicht zu Entscheidungen führt? Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, und die Flüchtlingskrise, die sogenannte von 2015, die ja eigentlich eine Regierungskrise war, weil die Regierung nicht in der Lage war, diese Flüchtlingskrise vorwegzunehmen, was eigentlich jeder hätte tun können, der sich mit dem Thema auskennt, und die Bürgerinnen dem Staat unter die Arme gegriffen haben, hat nicht dazu geführt, dass der Staat oder die Verwaltung in repräsentativer Hinsicht davon gelernt hat.
weil man hätte sehr stark darüber nachdenken müssen, wie man diese Art von Engagement, die nicht flüchtig war, ja, sondern sehr lange auch danach noch angedauert hat, wie man das sozusagen strukturell in einen Austausch mit der Verwaltung, in einen Austausch mit den repräsentativen Stellen und so weiter bringt. Und da hätte es alle Möglichkeiten dazu gegeben und das wird weiterhin zurückgewiesen. Also das heißt, ich bin sehr stark für Kollaboration auf der kommunalen Ebene. Ich glaube, dass Ohnmachtsgefühle sehr stark aufgehoben werden, wenn man das Gefühl hat, dass man vor allen Dingen in der kommunalen Ebene etwas zu entscheiden hat. Aber ich glaube, dass man sehr stark darüber nachdenken muss, was ist das Verfahren? Ja? Wie ist die Moderation? Wie sind die Schwellen für den Eintritt? Was ist das Ergebnis? Werden die Leute auch mal dafür bezahlt, dass sie sich da einsetzen? Ja? Also wenn ich sozusagen in den USA in eine Jury gehe, wenn ich in den USA in eine Jury gehe für einen Gerichtsprozess, wenn ich in eine Jury gehe für einen Gerichtsprozess, dann habe ich, dann werde ich zwar nicht bezahlt, aber ich werde zumindest freigestellt, ja, für diese Zeit. Und das ist ein ganz erheblicher Vorteil. Und das ist was, wo man zum Beispiel in beruflicher Hinsicht in Deutschland auch unbedingt drüber nachdenken sollte. Dann der zweite Punkt, den ich nennen wollte, und den hat Frau Eskandar Grünberg und Frau Schnabel haben den auch schon mal erwähnt, das Haus der Demokratie. Also wir benötigen vor allen Dingen Plattformen, auf denen wir die demokratische Erfahrung stärken können. Allerdings glaube ich nicht, dass es reicht, wenn wir ein Haus der Demokratie haben. Sondern ich glaube, dass es viele von diesen Plattformen gibt und da müssen wir auch darüber nachdenken, wie denn eigentlich die Schwellen, wie denn eigentlich die Gesprächsformen und so weiter vorhanden sind. Also das heißt, ich muss die durch viele, viele, also wenn ich darüber nachdenke, über Raubgut in Museen nachdenke, dann kann ich auch aus dem Museum einen deliberativen Ort machen. Ja, also das ist absolut möglich, da sozusagen einen Ort zu machen, an dem die Demokratie erfahren wird und wo sich Leute damit befassen, wie denn eigentlich der nationale Kanon aussieht. Ja, das ist was, wo auch Leute in diesen Plattformen die Gesellschaft, in der sie leben, nochmal kennenlernen können. Weil tatsächlich ist es ganz häufig so, dass wir das Gefühl haben, dass die Stadt, ja, oder auch die Nation und so weiter uns irgendwie fremd geworden ist. Ja, und das betrifft ja nicht nur sozusagen Leute deutscher Herkunft, die denken, es gibt zu viel Einwanderung. Ja, das betrifft auch sozusagen Leute nicht deutscher Herkunft, die denken, okay, ich kenne all diese anderen Leute nicht wirklich und ich weiß gar nicht, wie die ticken. Ja, und ich möchte aber mal wissen, wie die ticken. Also das heißt, wir müssten die Gesellschaft, in der wir leben, auch nochmal kennenlernen. Auch dazu wären diese Plattformen gut. Das kann ich auch runterbuchstabieren auf den schulischen Betrieb. Ja, Lehrerinnen sind sehr oft damit konfrontiert, dass es in der Schule Konflikte gibt, von denen sie das Gefühl haben, dass sie nicht lösen können. Und diese Konflikte betreffen oft aktuelle Konflikte, auch um Erinnerungen zum Beispiel. Ja? Und Lehrer sind darauf nicht vorbereitet, wollen den Schulfrieden wahren, aber wäre das nicht der Ort, wo all das unbedingt besprochen werden müsste? Und müssten wir nicht in der Schule eine Kompetenz einführen, die heißt verhandeln? Ja, also in der Schule wird immer präsentiert. Das ist jetzt das neue Ding. Es muss immer was präsentiert werden. Aber präsentieren allein ist es nicht, ja, sondern wir müssen auch über das verhandeln, was wir präsentieren. Und das könnte in der Schule schon gewährleistet werden. Und ein letzter Punkt, und dann bin ich auch fertig, ist, und auch das ist jetzt schon mal gesagt worden, wenn wir nochmal denken an die 150.000 Leute, die in Frankfurt kein Wahlrecht haben, ist, wir brauchen dringend eine Diskussion in der Bundesrepublik oder wir brauchen nicht nur eine Diskussion, sondern wir brauchen einen höheren Einsatz für sowas wie Bürgerrechte. Und das beinhaltet auch einen höheren Einsatz für sowas wie Antidiskriminierung im Übrigen. Ja? Weil Antidiskriminierung ist in einer demokratischen Gesellschaft kein nice to have, ja? Sondern das ist sozusagen essentiell in der demokratischen Gesellschaft, dass man nicht diskriminiert wird. Wenn man nochmal zurückschaut auf die Einführung der sogenannten Homo-Ehe, auch das echt seltsames Wort in Deutschland, und das mal vergleicht mit der Einführung dieser Form von Gleichberechtigung in Frankreich, dann kann man feststellen, dass es in Deutschland, und das hat
Johannes Kram irgendwann mal gesagt, das ist wie so, als ob es irgendwie so nebenbei passiert wäre. Ja, also das ist so, also die Kanzlerin hat diese, aufgrund der Entscheidung des Verfassungsgerichtes, hat sie diese Homo-Ehe durchgebracht und gleichzeitig dagegen gestimmt. Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Ja, und das ist sozusagen das Prinzip Angela Merkel. In Frankreich hat Christine Taubira sozusagen das als politisches Projekt etabliert, als eine bürgerrechtliche, eine bürgerschaftliche Erweiterung des Rechtskosmos. Das ist in jeder Beziehung sozusagen unter dem Aspekt von Bürgerrechten vertreten worden. Und es fehlt hier total. Es fehlt hier total. Und wenn ich mir jetzt die Debatte um Einbürgerung angucke, wo man sagt, okay, also wo man eine alte Forderung, eine alte wichtige Forderung wieder erhebt, also nach 5 bis 8 Jahren sollten Personen eingebürgert werden, dann wird diese Debatte wieder hauptsächlich unter dem Aspekt geführt, ja, aber das ist wirtschaftlich notwendig, weil wir brauchen jetzt all diese Migrantinnen und die sollen auch ein paar Bürgerrechte haben. Und auf der anderen Seite führt das zu besserer Integration. Ja, also wo überhaupt nicht darüber nachgedacht wird, also abgesehen von den ganzen Gegenargumenten, wo überhaupt nicht darüber nachgedacht wird, was bedeutet die Staatsangehörigkeit für die Mitgliedschaft in einer Gesellschaft? Wie wird Bürgerin definiert mit der Staatsangehörigkeit und warum müssen wir Menschen ermöglichen, diese Staatsangehörigkeit schneller zu bekommen, damit sie am demokratischen Gemeinwesen teilnehmen können? Ja, und diese Diskussion fehlt uns und die müssen wir unbedingt da reinbringen. Ganz, ganz, ganz allerletzter Punkt. Ich will noch mal ganz kurz aufs Grundgesetz zurückkommen, weil das ist ja sozusagen der Rahmen, in dem wir uns alle bewegen. Das Grundgesetz ist 48, 49 vom sogenannten Parlamentarischen Rat geschrieben worden. Und die Personen, die heute immer sagen, das ist unser Grundgesetz, ja, also unser Grundgesetz, was uns gehört, ja, und wenn Leute jetzt hier einwandern, dann sollen sie sich gefälligst mal mit diesem Grundgesetz beschäftigen. Wir haben es auch auf Arabisch übersetzt und ähnliches, dann sollte man wirklich nochmal dahin gucken zum Parlamentarischen Rat und sich klar machen, dass all diese Leute, die im Parlamentarischen Rat saßen, im Grunde Verfolgte des Naziregimes gewesen sind. Ja, das waren alles Volksverräter, wenige Jahre vorher. Das Grundgesetz ist dem deutschen Volk nicht zur Abstimmung gestellt worden, weil man befürchten musste, dass das deutsche Volk aufgrund seiner Beteiligung an den Nazi-Verbrechen dagegen stimmen würde. Ja? Das heißt, das Grundgesetz war für uns alle ein Lernprozess. Ein Lernprozess. Wir haben begriffen, dass das Grundgesetz eine relevante Angelegenheit für unser aller Leben ist. Und das haben wir erfahren in vergleichsweise starken Institutionen. Und dieser Lernprozess, ja, und der geht immer weiter. Ja? Der hört nicht auf. Wir haben den einmal durchlebt und der hört nicht auf für uns, sondern wir müssen immer weiter daran arbeiten, dass dieses Grundgesetz sich realisieren kann. Und auch die nächste Welle von Leuten, die hier nach Deutschland kommen, denen sollten wir das Grundgesetz nicht unter die Nase reiben als eins, das uns gehört und sie lernen müssen, sondern die sind alle an diesem Lernprozess beteiligt. Vielen Dank erstmal. Ja, vielen, vielen Dank bis dahin erstmal, Herr Dr. Mark Tekesidis. Und ich würde sagen, wir jetzt in